Hallo. Ja, ich hatte gestern, weil es so geregnet hatte, eine sogenannte Schneckeninvasion. Lauter Nacktschnecken und vor allem so ganz winzig kleine. Meine gesamte Pfefferminze ist futsch. Die haben wirklich, die sind auf alles losgegangen, was es überhaupt gibt in meinem Garten. Und dann habe ich gestern, ich war so sauer, weil das, was ich so mühselig eingepflanzt habe und was jetzt gerade wächst, weil es kommt ja eh alles so spät, war wirklich übersät. Auf meinem Pfefferminz habe ich bestimmt 30 Nacktschnecken abgesammelt. Die größte war so. Und weil das so schnell gehen musste, habe ich keine Handschuhe angezogen. Ich habe die Viecher dann alle in dem Eimer gesammelt und hatte irgendwann, also wirklich, ich war richtig, aber auf beiden Händen so richtig, so, ehrlich, ich lüge nicht, so dick eine Schleimschicht. Ich konnte auch gar nichts mehr anfassen. Also auch der Eimer rutschte dann immer ständig weg. Es war eine Katastrophe. So, und dann habe ich die Viecher genommen und ich kann ja nichts umbringen. Und dann bin ich in den Wald marschiert und habe sie dort ausgekippt. Also wirklich, der ganze Eimer war voll. Und dann wollte ich mir die Hände waschen. Ich habe es nicht abgekriegt. Ich habe Salz probiert. Ich habe Sand probiert. Ich habe diese Schleimschicht nicht von meinen Pfoten abgekriegt. Nicht ums Verrecken. Und dann habe ich gefragt auf meiner privaten Seite, wie kriegt man den Schleim weg? Und die Steffi, danke, hat dies als einzige. Dann, das hat geholfen. Die hat gesagt, du musst warten, bis es trocknet und dann musst du es abrubbeln. Also ich habe dann halt so Handtücher und Küchenpapier, so Krepppapier genommen und habe es dann wirklich abgerubbelt. Das ging als einziges. Keine Seife, kein gar nichts, kein nichts hat geholfen. Nichts. Und dann hat mir aber die Fanny geschrieben, einen Artikel, dass es jetzt eine Creme gibt, also so ein ja, also ehrlich gesagt sieht es aus wie Sperma. Ich habe mir das dann durchgelesen. Aus Schneckenschleim. Und zwar Weinbergschnecken werden gerüttelt. Entschuldigung. Muss ich auch tun? Die holen den also einen runter oder was? Also es ist völlig tierlieb. Die kommen auf so ein Gitter. Und das mögen die irgendwie nicht oder sie mögen es besonders. Und dann wird aus diesem Schleim so ein Serum für die Haut gemacht. Soll toll sein, ganz antibakteriell. Kostet ein Schweinegeld, habe ich gesehen. 115 Euro für so ein kleines Ding. Ich habe es nur gelesen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich das umsonst. Und habe versucht, mir das ins Gesicht zu schmieren. Ja, was tut man nicht alles für die Schönheit, nicht wahr? Und dann habe ich keinen Erfolg damit gehabt. Es ist einfach nicht haften geblieben. Ich habe es nur an den Händen gehabt. Ehrlich, ich möchte nichts sagen. Die Hände sind heute sowas von geil. Die sind so toll geworden. Also irre. Ich will meine Schnecken aus dem Wald wieder haben. Jetzt stellt sich mir die Frage, Pflanze oder Schnecke? Also ich glaube, ich werde mich heute Abend wieder auf die Lauer legen und werde sie wieder alle einsammeln und dann den Schleim. Also genial, ehrlich, meine Hände fühlen sich sowas von toll an. Boah, ey, ich glaube, ich gehe in den Wald. Vielleicht sollte ich mir auch so einen Rüttel. Jetzt höre ich auf, ehrlich. Ich bin echt auf. Tschüss.